Es ist schon wieder Freitag, außerdem Zeit für eine neue Folge Abgecheckt, dem Format, in dem ich eure Fragen beantworte. Und ich habe gehört, wir haben wieder eine Frage, also los geht's. Tobi, check doch mal ab, was es mit der GEMA auf sich hat. Ja, unsere liebe GEMA, ich meine, jeder hat das schon mal gehört oder jeder weiß so ein bisschen, was die GEMA ist, aber was ist die eigentlich genau? Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte ist grob gesagt sowas ähnliches wie die GZ. Denn sie zieht auch Gebühren ein, allerdings nicht direkt von uns, sondern zum Beispiel von Radiosendern, TV-Sendern oder eben auch Medienplattformen wie zum Beispiel YouTube oder MyVideo oder Clipfish. Also überall, wo Musik öffentlich benutzt wird, muss gezahlt werden. Also zum Beispiel auch Kneipenbesitzer oder Veranstalter, die eine öffentliche Veranstaltung machen, die müssen eben auch eine gewisse Gebühr abtreten. Ja, und davon geht natürlich der Großteil an den Künstler selber und natürlich steckt sich die GEMA auch ein bisschen was in die Tasche und zwar nicht wenig. Im Jahre 2010 waren es zum Beispiel 860 Millionen Euro, mal so eben nebenbei gemacht. Dann wie gesagt, auch YouTube sollte GEMA-Gebühren bezahlen, tut dies aber nicht. Warum ist das so? Seit 2009 schafft es YouTube, sich nicht mit der GEMA zu einigen, weil das, was YouTube dort abtreten muss an GEMA-Gebühren, ist einfach ein bisschen zu viel. YouTube soll umgerechnet ca. 10% der Netto-Werbeeinnahmen an die GEMA abtreten und solange dies nicht passiert, werden wir auch wohl oder übel häufiger das hier sehen. Aber YouTube sagt auch, dass sie nicht für die Inhalte verantwortlich sind, sondern den Nutzern lediglich eine Plattform bieten, um Videos hochzuladen. Und dass sich die Verantwortlichen da natürlich nicht auf ein Verlustgeschäft mit der GEMA einlassen wollen, das ist doch logisch. Ja, und wer jetzt denkt, sowas gibt es alleine nur in Deutschland? Nein, natürlich nicht. Das gibt es auch in ganz vielen anderen Ländern auf der Welt. Allerdings konnte man sich dort immer irgendwie mit YouTube einigen. Außer hier in Deutschland nicht. Und wer hätte gedacht, dass es bei dem Video trotzdem noch ein Happy End gibt? Ihr müsst natürlich nicht weiterhin auf eure Lieblingsmusik oder eure Lieblingsvideos verzichten. Ich habe hier unten in der Videobeschreibung mal zwei Plugins gepackt, sowohl für Firefox als auch für Google Chrome, mit der ihr diese GEMA-Sperre ganz einfach und legal umgehen könnt. Ja, und das war's auch schon wieder abgecheckt. Nummer 2, natürlich dürft ihr auch wieder liken, kommentieren oder sogar das Video verbreiten, wenn es euch gefallen hat. Hier unten rechts kommt ihr zum Kanal von TooMindTV. Danke Felix für deine Frage. Wenn ihr auch so eine coole Frage habt, ihr wisst, einfach mich anschreiben. Außerdem noch zu meiner Roomtour, die ich gestern auf meinem Zweitkanal hochgeladen habe. Wenn ihr mal wissen wollt, was hier so um mich rum, wie es hier so aussieht und so ein Quatsch. Und ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr hier kostenlos abonnieren. Wir sehen uns nächste Woche wieder, ihr wisst. Freitag ist Heitag. Ich sage bis dahin, macht's gut. Ciao und bleibt sauber.